So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Ausgabe, die ich für euch habe, die auch geheim ist. Klar, sie wird euch auch eventuell angezeigt, aber es ist eigentlich eine ziemlich simple Aufgabe, nämlich wir sollen Waren ausgeben. Ich habe jetzt schon 2000 Waren ausgegeben. Wie man das Ganze natürlich beschleunigen kann, dürfte eigentlich fast jedem bewusst sein. Wenn ihr es aber nicht wisst, ich kann euch natürlich gerne helfen, nämlich sprecht einfach alle Charaktere an, die ihr unterwegs seht. Überall, wo diese Sprechblasen sind, einfach hingehen, zack. So, auch wenn ich jetzt kein Schild brauche, einfach alle 5 da rausgekauft, zack. Und so habe ich natürlich auch Shoppingtour, gibt auch noch ein XP, nehme ich natürlich gerne mit. Und so habe ich natürlich wieder Waren ausgegeben. Jetzt muss ich noch 400 ausgeben. Ich habe gerade gesehen, da hinten ist noch ein Charakter. Manchmal redet man aber auch komisch. So, dann gehen wir nämlich darüber. Und wie gesagt, wenn ich euch schon öfters helfen konnte mit kleinen Tipps oder sonstigen, lasst doch gerne ein Like da. Und natürlich auch gerne ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, was Fortnite an sich betrifft. Und dann gehen wir hier hin. Was können wir hier machen? Gut, den können wir nur herausfordern. Er hat jetzt nur Aufgaben für uns. Sammle verschiedene Waffentypen, überlebe Sturmphasen. Das ist natürlich so eine Aufgabe. Einfach annehmen, kriegen wir sowieso hin. Das Ganze zählt eine Stunde. Seht ihr nämlich, ich habe nämlich eben schon mal eine Aufgabe. Hier zum Beispiel. Bei ihr hatte ich eine Aufgabe von wegen, mach 3 Kills, kriege ich 200 Goldbarren für. Einfach die Aufträge immer annehmen, was man annehmen kann. Und ihr habt halt eine Stunde dafür Zeit, das zu machen. Also lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt halt zum Beispiel das nicht macht, ist auch nicht schlimm, weil der Quatsch kostet euch ja nichts. So, ich hoffe, ich konnte euch wie gesagt hiermit schon helfen. So kann man halt sein Gold ausgeben. Und wenn ihr natürlich Möbel kaputt haut, kriegt ihr natürlich auch Goldbarren. So, das war es eigentlich schon mit dem Video. Wie gesagt, in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.